Hallo und herzlich willkommen zu unserem DDS-Video BIM im Handwerk. BIM lohnt sich und mit der richtigen Planungssoftware fällt der Einstieg leicht. DDS-CAD bietet als Komplettlösung mit einem CAD-BIM-Kern einen schnellen und sicheren Einstieg in die Methode BIM. Das digitale Planen ermöglicht eine schnellere Ausführung der Projekte. Aus dem 3D-Modell können Schnitte und Ansichten aus allen Blickwinkeln erstellt werden. Das minimiert Fehler, steigert die Qualität und sorgt somit auch für mehr Umsatz. Die Ausgabe der Planungsergebnisse als OpenBIM-konforme IFC-Datei gibt Ihnen die Möglichkeit, auch in Zukunft innovative Bauprojekte zu realisieren. Die Basis der digitalen Planung ist das 3D-Gebäudemodell. In der Regel bekommen wir ein Gebäudemodell von dem Architekten gestellt. Wir können aber auch mit einfachen Mitteln mit DDS-CAD auf der Basis einer 2D-Zeichnung ein dreidimensionales Gebäudemodell erstellen. Wir nutzen dazu die Raumdefinitionsfunktion von DDS-CAD und erfassen die DWG-DXF-Struktur automatisch. Wir können so einfach Räume erfassen und Objekte wie Fenster und Türen. Das Ergebnis sehen wir hier in dem 3D-Rendering. Wir haben mit wenigen Schritten einen Teil des Gebäudes bereits erfasst. Die Nutzung intelligenter Bauteile versetzt uns in der Lage, schnell und effektiv eine Elektroplanung zum Beispiel in einem Gebäude vorzunehmen. Wir platzieren hierzu einen Serienschalter an einer Zimmereingangstür, indem wir den Schalter automatisch an der Wand ausrichten und dann die Steckdose als Kombination dazu platzieren, um das Ganze dann über die Funktion als Kombination anordnen, lagerichtig an der Wand zu platzieren. Das Ergebnis können wir uns im 3D-Ansichtsmodell anschauen. Für die Ausführungsplanung bekommen wir beim Planungsbüro als Handwerker eine Entwurfsplanung. In diesem Fall ist es ein Gebäudemodell von einem Doppelhaus, wo die linke Seite des Gebäudes bereits mit Technik ausgestattet ist. Wir können diese Installation in DDS-CAD einfach markieren und mit einem Werkzeug lässt sich diese ganze Installation in die rechte Gebäudehälfte einfach spiegeln, sodass wir mit ein wenig Aufwand eine komplette Gebäudeinstallation zur Verfügung haben und hier eine Ausführungsplanung vorliegen haben. Für den Informationsaustausch mit anderen Gewerken lässt sich aus dem Modell jetzt über die Exportfunktion einfach eine DWG-Datei, eine 3D-DWG-Datei oder zum Beispiel eine IFC-Datei erzeugen, so dass wir die Weitergabe von Informationen an andere Gewerke oder Baubeteiligte einfach durchführen können. Für die schnelle Ausführung der Bauprojekte stehen uns in DDS-CAD Werkzeuge wie die Modellanalyse zur Verfügung. Mit Hilfe der Modellanalyse können wir zum Beispiel wie hier in dem Elektromodell mit speziellen Analyse-Tools und einem eingestellten Profil die Elektrotechnik überprüfen. In diesem Fall können wir feststellen, dass wir hier eine Kollision im Bereich der Steckdosen haben und stellen fest, dass diese Steckdose hier doppelt installiert ist. Die überschüssige Steckdose können wir ganz einfach aus dem System entfernen. Über Stücklisten ist eine schnelle Massenermittlung aus dem Projekt möglich. Die Funktion Stücklisten ermöglicht es, eine Struktur aufzubauen und zum Beispiel raumweise die Materiallisten auszugeben. Somit habe ich eine raumweise detaillierte Ausgabe von Informationen zu meinem System. Das dreidimensionale Gebäudemodell bietet auch die Möglichkeit, Schnitte herzustellen, indem ich Ansichten von detaillierten Installationssituationen für die Monteure auf der Baustelle ausgeben kann. Die Schnitte kann ich mit dem Schnittwerkzeug erstellen und kann somit ganz einfach eine Situation abbilden, indem ich zwei Punkte festlege und die Schnitttiefe festlege und habe als Ergebnis dann ein entsprechendes Schnittlayout, das mit Zusatzinformationen versehen auf die Baustelle gegeben werden kann.
Einen echten Mehrwert bietet uns auch der IFC-Export. Die Exportfunktion aus DDS-CAD gibt uns die Möglichkeit, sowohl die Elektrotechnik als auch zum Beispiel das Sanitärheizungshandwerk in eine IFC-Datei zu exportieren. Diese Datei kann dann zum Beispiel zur Prüfung durch andere Gewerke oder durch den Architekten oder Bauherren weitergegeben werden. Wir sehen hier einmal einen Bereich der Sanitärinstallation. Wir sehen hier im Bereich der Decke die Leuchteninstallation und hier Schalter und Steckdosen. Die Kollisionsprüfung mit anderen Gewerken spart eine Menge Zeit und Geld auf der Baustelle. In DDS-CAD kann ich durch den Import- und Modellmanager ein anderes Gewerk bzw. eine Ebene einblenden. In diesem Fall haben wir die Sanitäreinrichtung eingeblendet und kann dann über die Modellanalysefunktion eine Kollisionsprüfung durchführen, wobei ich in diesem Fall das Sanitärheizungshandwerk auswähle. Als Ergebnis erhalte ich eine Kollision, die in dem Bereich des Kabelkanals in dem Boden ist und die wird mir hier entsprechend gehighlightet und angezeigt und so kann ich diese Kollision vor Baubeginn schnell und einfach beseitigen. Bei der Erstellung der Stücklisten können Revisionen aufgezeichnet werden. Anhand dieser Revisionen können Stücklisten verglichen werden. Ich habe eine Stückliste, die den Status quo darstellt. Ich habe diesen Status quo eingefroren und füge jetzt zwei neue Objekte hinzu und erstelle erneut eine Stückliste und stelle hier mit einer Revision vergleichen ein und kann dann ermitteln, dass ich nachträglich zwei Steckdosen dem System hinzugefügt. Das ist vor allen Dingen bei komplexeren Bauwerken sehr vorteilhaft. Am Ende des Bauprojektes lässt sich das 3D-Modell für den Betrieb des Gebäudes weitervermarkten. So können hier für Facility Management und Wartungsarbeiten wertvolle Informationen herausgenommen werden. Mit der IFC-zertifizierten Schnittstelle von DDS-CAD und der OpenBIM-Unterstützung ist es ein zukunftssicheres Objekt, was Sie hier vor sich haben. Wir bieten Ihnen als Firma Data Design System umfassende Unterstützung bei der Einführung des BIM-Prozesses. Sollten Sie Fragen haben, bitte melden Sie sich gerne bei uns. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.